Mach doch mal eine richtige Zeremonie, wo du dich selbst heiratest. Ich wollte nur mal kurz was teilen. Ist interessant, ich kenne das mit den Schnüren und auch mit den Auflösungen und habe viele Sachen auch bearbeitet und so. Aber eben gerade ist mir mal was ganz anderes aufgefallen, nämlich, dass ich mal verheiratet war. Und das ist ja ein Heiratsversprechen gewesen. Und ich habe mich scheiden lassen und es ging von mir aus und es war eine sehr gute Idee. Also mir geht es sehr, sehr gut damit, ist auch schon 10 Jahre her. Aber ich habe dieses Versprechen nie aufgelöst. Und Und das manchmal fand ich ist jetzt gerade interessant, weil ich habe alles Mögliche aufgelöst und das war auch ganz wunderbar. Aber ein Heiratsversprechen hat mir zum damaligen Zeitpunkt unglaublich viel bedeutet. Das habe ich ganz ernst gemeint und er auch. Und mir ist gerade aufgefallen, dass auch durch eine Scheidung sozusagen, so wie ich die gerade noch im Kopf hatte, wo man dann sowas liest und das Vermögen geht nach da und nach da. Ja, schon. Aber das Versprechen ist nie aufgelöst worden. Das ist mir noch nie aufgefallen. Darf ich Eben dir ein gerade. paar Fragen stellen? Bitte? Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Ah, gerne. Und du Ja. brauchst sie gar nicht laut beantworten, einfach nur für Nein. dich. Hast du einen neuen Partner? Nein. Ja, das ist ein gutes Zeichen, dass das noch nicht aufgelöst wurde. Ja, also ich weiß wirklich, wenn ich was verspreche in dieser Form und Heirat hatte eine große Bedeutung, der Mann war völlig falsch für mich, ich war völlig falsch für den, das ist alles in Ordnung. Aber das Versprechen, das konnte ich, mir ist das interessanterweise noch nie aufgefallen, weil ich gedacht habe, es wird gelöst durch die Scheidung, aber die Scheidung ist auf einer ganz anderen Ebene. Probier doch mal was anderes. Mach doch mal eine richtige Zeremonie, wo du dich selbst heiratest. Okay. Okay, und dir das Versprechen gibst, dass du immer für dich da bist, Ja. immer unterstützt und immer bedingungslos liebst. Und dann darfst du gerne auch wieder einen anderen Partner haben, aber Ja. das Versprechen zu dir bleibt immer bestehen. Und kann ich in der Arbeit für mich einfach nur dieses Versprechen auflösen? Das würde ich gerne tun, weil ich hatte deswegen. 100%ig, auf Ja. jeden Fall. Gut, dann mach das mal und Danke. berichte gerne, wie es geklappt hat mit dir. Ja, spannend. Danke. Danke. Weitere Informationen zu meinen Akasha-Chronik-Seminaren kannst du auf meiner Webseite finden. Dieses Video darf auch gerne geteilt werden, damit wir gemeinsam weiter wachsen können. Namaste.